Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing. Ich habe hier auch schon das Paket, denn ich habe hier eine Menge bei Cavalio bestellt. Ich werde euch die Produkte unten in die Infobox verlinken, dann kommt ihr direkt zu den Produkten. Ich habe euch im letzten Video mit zu meinem Hufschmiedtermin genommen. Fauni hatte sich leider den Huf sehr kaputt gemacht. Die wollte sich, glaube ich, das Duplo runterreißen, aber wie gesagt, das seht ihr in meinem letzten Video. Und da seht ihr auch einfach, dass die Hufe richtig schlecht ist oder die Hufe richtig schlecht sind. Und deshalb habe ich mir ein paar Sachen bestellt, ein paar viele Sachen. Und wir packen jetzt halt, wie gesagt, das Paket mal zusammen aus. Ich habe mir zwei Handtücher bestellt und zwar sind die hier von Efol. Was ich ganz praktisch finde, hier mit dieser kleinen Öse, man kann dann einfach bei seinem Spind das quasi draußen hinhängen oder immer drinnen hinhängen. Die durften einmal mit, die waren jetzt halt auch nicht teuer. Dann habe ich extra keinen neuen Putzkasten für meine Pferde- bzw. Hufsachen bestellt, sondern was ich ganz praktisch finde, wie nennt man sowas? Viola ist gerade bei mir, aber wie nennt man sowas? Weiß ich auch nicht. Putzkasten, Inlay, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das bestellt. Ich fand das sehr praktisch, weil ich dachte mir, okay, da kommen wirklich rein nur die Hufsachen rein. Und ich glaube, das hat zwischen 11 und ja, 15 Euro gekostet. Ich werde euch auf jeden Fall probieren, die ganzen Preise hier irgendwo einfliegen zu lassen, dass ihr da auch eine kleine Übersicht habt. Und wie gesagt, in der Infobox habe ich euch oder werde ich euch die Produkte verlinken. Fangen wir gleich mit dem ersten Produkt hier an. Das ist die Efol, ja, wie ihr sehen könnt, Bürste mit dem Schwamm. Und da kann man dann Wasser einfüllen oder, wenn man dann auch will, ein Shampoo. Mir geht es einfach darum, dass ich halt immer erst die Hufe richtig ordentlich sauber mache, bevor ich dann ein Produkt aufgebe. Welches Produkt zeige ich euch gleich. Ich hatte diese Bürste schon mal und fand die eigentlich ganz gut, weil die Borsten, die ihr hier sehen könnt, sind relativ hart und dann kann man richtig schön den Huf sauber machen. Also das erste Produkt kann man hier schon mal reinmachen. Geht's und zwar mit Keralit. Ich habe das schon ganz oft bestellt gehabt und ich finde es echt richtig, richtig gut. Und es ist auf jeden Fall Zeit, dass die Fauni jetzt wieder eine Keralit-Behandlung bekommt. Das ist ein Huffestiger, den ihr unten auf die Sohle auftragen könnt. Ich habe ja die Duplos, also unten auf der Sohle kann ich es quasi nicht aufgeben. Aber ich trage das quasi dann 2 bis 3 cm unten auf dem Huf auf. Was so ein bisschen stört an diesem Produkt ist dieser Pinsel. Der fliegt nämlich einfach überall rum und ich habe mir was anderes gebaut auf mein altes Keralit-Produkt. Und zwar habe ich von einem alten Huföl oder Huffestiger vom alten Produkt auf jeden Fall. Der hat auch so einen Deckel, der passt perfekt auf das Keralit drauf und der hat nämlich am Deckel quasi den Pinsel. Das finde ich so praktisch und der Deckel wird dann quasi ausgetauscht und der Pinsel wird dann auch ausgetauscht. Ein weiteres Produkt wird dann quasi hier in mein Hufprodukt-Putzkasten einziehen. Jetzt von der gleichen Firma, von Keralit, habe ich mir hier das Pflegeöl bestellt. So schaut das Ganze aus. Anwendung 2 bis 3 Mal wöchentlich, sparsam mit dem Pinsel auf die Hufe sowie den Kronrandbereich auftragen und verteilen. Bei spröden, trockenen Horn, Hufe waschen und Keralit Hufelast Pflegeöl auf das noch nasse Horn auftragen. Und das werde ich so machen. Ich werde immer erst die Hufe richtig schön nass machen, putzen, wie gesagt, und wirklich schön, dass sie mit Wasser getränkt sind. Und dann werde ich erst die Produkte aufgeben, dass dann wirklich der Huf, wenn er nass ist, quasi die Feuchtigkeit auch schön aufnehmen kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Huföl oder ein Hufprodukt verwendet, unbedingt eure Hufe davor wässern, sonst bringt es einfach gar nichts. So, so schaut das jetzt schon mal aus. Was ich jetzt dann auch gerade entdecke, diese kleinen, ja, wie sagt man dazu? Sagt man dazu? Auf jeden Fall kommen die. Was ist das? Ich habe mich auch zuerst gefragt, aber diese Teile kann man hier dran machen. Und weißt du, dann könnte man das zum Beispiel an die Box oder so dranhängen. Also so glaube ich das. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber. Ah ja. Das ist krass, Shot. Man kann das nämlich dann. Dann könnte man das draußen auch, wenn man die Pferde fertig macht, quasi auf den Balken hängen. Das ist cool. Da wird das nicht halten. Meinst du nicht? Da wird das nicht halten, weil das Pferd wahrscheinlich selber das runterschmeißt. Nee, der Balken ist zu dick. Der Balken ist zu dick. Na super. Dann werde ich das irgendwo anders verwenden. Hier kommen auf jeden Fall die Handtücher auch rein, aber natürlich schön zusammengelegt, weil das ist natürlich pures Chaos. Aber pures Chaos wisst ihr. Seid ihr ja bei mir gewohnt, ne? So schaut natürlich auch der Spind aus und ja, die Viola zeigt mir jetzt gerade auch einen mega coolen Tipp bezüglich dem
Keralit Pinsel. Es gibt nämlich hier auch extra so Pinsel mit einem, wie sagt man dazu? So ein Halter. Halter. So ein Döschen. Damit das dann einfach gepflegter auch ist und damit, ja. Aber wie gesagt, mit meiner Technik, mit dem Ding ist auch super gut. So, das war es jetzt, glaube ich, von den Pflegeartikeln, die ich bestellt habe. Jetzt kommen wir zu dem, nein, stopp, Leute. Ihr wisst ja, ich bin von Haas ein großer Fan. Mein ganzer Putzkasten besteht eigentlich aus Haas-Produkten. Und die Bürste habe ich auch nochmal bestellt. Leider ist die jetzt halt so ein bisschen eingedellt, weil ich zeige euch gleich das nächste Produkt. Das ist sehr schwer. Und das ist wirklich, ihr wisst es vielleicht, meine absolute Lieblingsbürste von Haas. Das ist diese Duo-Bürste. Ihr habt einmal eine richtig schöne Bürste, um den Huf sauber zu machen. Und da ist eben der Hufauskratzer. Die Bürste habe ich auch überall bei uns am Stall hingelegt. Ich glaube im Roundpen und in der Reithalle. Vielleicht bestelle ich mir sogar nochmal eine oder uns für die Waschstraße. Da kann man auch dann richtig schön nochmal die Hufe sauber machen. Aber ich habe das jetzt quasi auch hier in meine Hufbox reingetan. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum letzten Produkt. Ich glaube, ja. Habe ich da noch was? Nee. Das ist das letzte Produkt und auch das schwerste Produkt. Denn Fauni bekommt eine Hufkur. Und zwar wird sie das Aktom Huf Vital bekommen, ein Ergänzungsmittel, extra auf die Hufe bezogen. Ich hatte das auch schon mal 2019, als wir die Huflederhautentzündung hatten in meinem alten Stall. Da habe ich, wann war das? 2018 war das, ist ja auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall habe ich das bei Cremer damals gekauft und fand das eigentlich ziemlich gut. Ich finde, das riecht nur irgendwie ein bisschen komisch, aber Fauni frisst das. Ich meine, okay, und ja, jetzt bekommt sie die Hufkur. Ich mache immer mal wieder Hufkuren. Ich hatte letztes Mal Kräuter, letztes Jahr hatte ich so Hufkräuter. Jetzt bekommt sie eben dieses Produkt. Und dann hoffe ich, Leute, dass einfach die Hufe wieder besser werden. Ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden. Es interessiert ja auch immer ganz viele. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eure Pferde gute Hufe haben oder ob die auch brüchige, rissige Hufe haben. Und schreibt auch gerne mal, was ihr dagegen tut. Habt ihr irgendwelche Tipps? Dann können wir uns hier so ein bisschen austauschen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, uns hier zu folgen. Und ich werde euch jetzt nochmal TikTok und Instagram einblenden. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Habt jetzt noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss! Aufgepasst, ihr Lieben. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Denn ich wollte euch noch was ganz, ganz tolles verraten. Es gibt auf Instagram jetzt heute ein richtig cooles Gewinnspiel. Meine Videografin war da und wir haben so ein schönes Reel für euch gedreht. Ihr könnt nämlich diese Traumstiefel gewinnen. Ganz in eurer Lieblingsfarbe. Busse hat ja da super viele Farben. Und natürlich auch in eurer Größe. Schaut unbedingt vorbei und macht mit. Habt einen tollen Sonntag und auch bis bald auf Instagram vielleicht. Und hier könnt ihr schon ein bisschen das Reel sehen. Also wie gesagt, ganz viel Spaß beim Teilnehmen.